Moin Leute, heute zeige ich euch, wie wir einen schnellen Nudelauflauf machen. Ganz einfach, unkompliziert und lecker. Also, auf geht's! So, und zu den Zutaten. Als erstes brauchen wir 400 Gramm Nudeln, 1 Liter passierte Tomaten, Sahne, Hinterkochschinken, Gouda gerieben, Pfeffer, Salz und Zucker. Zu den Vorbereitungen. Wir müssen nur den Schinken in Streifen schneiden und währenddessen können wir schon mal Wasser aufsetzen und die Nudeln kochen. Wir schneiden den Schinken in Streifen. Hey Leute, mir ist gerade aufgefallen beim Schneiden des Videos, dass ein bisschen Videomaterial verloren gegangen ist. Deswegen versuche ich euch jetzt einen Schritt zu erklären, der fehlt. Ihr müsst die passierten Tomaten in den Topf geben und mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen und dann geht's auch weiter im Video. Wenn das Ganze aufgekocht hat, fügen wir die Sahne hinzu. Jetzt kochen wir das Ganze noch einmal auf. Jetzt probieren wir das Ganze einmal. Wenn die Nudeln bissfest sind, also al dente, mit leichten Biss, wenn die noch einen leichten Biss haben, dann können wir die Nudeln runternehmen und abgießen. Die sollten noch einen leichten Biss haben. Und dann gießen wir die Nudeln ab. Zack. Und wir stellen die, wir können die erstmal zur Seite stellen. Die Nudeln braucht ihr nicht abschrecken, weil wir sie gleich weiterverarbeiten. Wenn die Soße einmal aufgekocht hat und uns schmeckt, dann können wir den Herd ausstellen und jetzt fangen wir an, alles zusammenzufügen. Wir verteilen die Nudeln gleichmäßig in der Auflaufform. So, das sollte reichen. Dann verteilen wir den Schinken drauf. Und jetzt kommt die Soße. Schön gleichmäßig verteilen. Den Käse gleichmäßig auf dem Nudelauflauf verteilen und dann für 10 bis 20 Minuten bei 200 Grad Umluft in den Backofen. Nach ungefähr 15 Minuten ist der Nudelauflauf fertig und wir können essen. Guten Appetit! Bin ich wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Ich wünsche euch noch einen guten Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Also, bis zum nächsten Mal.